Schönen guten Tag, mein Name ist Wolfgang Zarnack. Ich bin Schauspieler, die hier direkt im Hamburger Hafen, wie man sieht und hört, und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Zuletzt habe ich hier bei Das Wunder von Bern, ein großes Musical, in der Hauptrolle den Sportjournalisten Paul Ackermann gespielt. Seit Jahren beschäftige ich mich allerdings auch mit Politik und habe ziemlich viel zu den einzelnen Themen gelesen, wurde allerdings zunehmend immer frustrierter, weil sich immer mehr abzeichnete, dass etwas gewaltig schiefläuft. Ich finde ja eine Demokratie deswegen so gut, weil sie eigentlich für die Mehrheit der Bürger Verbesserungen bringen sollte. Wenn das aber immer weniger passiert und vor allem Politik für große Firmen und Konzerne gemacht wird, ja, dann verlieren die Menschen den Glauben an die Demokratie und dass sie durch Wahlen etwas verändern können. Letztes Jahr bin ich über einen jungen Europaabgeordneten gestolpert, den ich auch kurze Zeit später das Glück hatte, persönlich kennenzulernen. Fabio De Masi hat mich überrascht und mir ein gutes Stück weit die Hoffnung zurückgegeben, dass Parlamente etwas zum Besseren bewegen können. Er hat mich mit seiner Art überzeugt, dass er es ernst meint. Warum? Vor allem, weil seine Handlungen, seine Taten für ihn sprechen. Ein kleines Beispiel. Er fordert nicht einfach nur Transparenz, sondern geht voran und legt seine Finanzen offen. Er geht die harten, wichtigen und großen Themen an und kämpft zum Beispiel um die Aufklärung der Panama Papers oder Luxemburg Leaks. Wir als Bürger müssen aber auch anfangen, Politik anders zu denken und zu leben. Alle 4 Jahre unsere Stimme einfach nur abzugeben, das kann nicht ausreichen, um eine Demokratie mit Leben zu erfüllen. Wir müssen frei und offen denken und uns austauschen und unsere Meinung vertreten. Wir sollten aber auch die Chance uns nicht entgehen lassen, die Vertreter unserer Interessen, die wirklichen Vertreter unserer Interessen in die Parlamente zu wählen. Deswegen unterstütze ich Fabio De Masi in seinem Bemühen, unser Land wieder ein Stück weit gerechter zu machen. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr es auch tun würdet. Teilt dieses Video, diskutiert mit euren Freunden, Bekannten und Kollegen und macht euch am besten selbst ein Bild und lasst euch davon überzeugen, dass ihr es ernst meint. Danke fürs Zuhören und danke fürs Teilen.